Ja, liebe Kinder, ich lade euch wieder ein, da zu mir zu kommen. Dann seht ihr auch ein bisschen besser, was wir da so alles haben. Und ich kann mit euch ein bisschen besser reden, wenn ihr in der Nähe seid. Kommt her, wer sich nicht traut, kann die Oma, Papa oder die Mama mitnehmen. Kann zwischendurch wieder gehen oder kommen, gell, es ist überhaupt nicht so heikel. So. Ja, also der eine oder die andere wird wahrscheinlich schon geschaut haben, was ist denn jetzt da vor allem mal da? Letzten Sonntag haben wir das Gestrüpp da gehabt und jetzt sind eine Menge von Dingern da. Was sehen wir denn so alles? Ein Fußball. Ein Computer. Ein Handy. Eine Geige. Okay, es sind viele, viele Dinge da. Das soll einfach stellvertretend sein für die Dinge, mit denen wir uns oft und viel beschäftigen in unserem Alltag. Ihr als Kinder, also sind immer ein paar Sportgeräte dabei, der Computer, meistens wahrscheinlich zum Leidwesen der Eltern, zum Spielen, aber auch viele brauche ich schon in der Schule von euch. Gell? Musikinstrument haben wir da, vielleicht spielt wer ein Instrument. Wer spielt von euch ein Instrument? Oh, doch so viele, ja, super. Und natürlich auch ein paar ganz normale Spielsachen, wie so mein Lieblings-Teddybär sitzt da auch. Und jemand hat auch ein Buch gebracht. Wer hat das Buch gebracht? Was steht denn da drinnen? Geschichten. Über wen? Über ein Mädchen und einen Vater und böse Leute. Aha, okay, also auch ein Buch über das Leben sozusagen. Also viele Dinge, DVDs sind da. Ja. Jetzt werdet ihr fragen, was soll das heute? Gell? Was hat der Bruder Rufina da wieder vor mit uns? Die gute Nachricht ganz am Anfang, ich möchte mit euch über Fastenzeit sprechen, über das Fasten. Und die gute Nachricht für euch, Kinder sind ausgeschlossen von dem Fastengebot. Gell? Also alles, was ich da ist total freiwillig für euch. Da müssen fast die Eltern heute ein bisschen besser aufpassen wie ihr. Also bis 18 Jahren ist man von der Fastenzeit ausgenommen. Als Kind. Jetzt brauchen wir einen Kandidaten. Wen haben wir da gesagt? Der Clemens hilft mir. Jetzt kommt der Clemens einmal. Und jetzt bitte ich andere von euch, dem Clemens einmal. Clemens, bleib einmal stehen und lass dir mal Dinge in die Hand geben, mit denen du dich gerne beschäftigst vielleicht. Gib's dem Clemens einmal verschiedene Dinge in die Hand. Der Clemens kann auch sagen, ich möchte das und das in der Hand haben. Also ein Auto, zwei Autos, okay, du bist Rennfahrer, ein Handy, okay, ja, was brauchen wir noch, Clemens? Na, die Hand ist für den Clemens nichts, das ist vom Johannes, der ist schon ein bisschen älter, die lassen wir bitte. Brauchst du schon einen Laptop? Nein, Fußball. Aber die Nasenklammer da, gell? Zum Schwimmen auch nicht. Teddybären spielst du auch nicht mehr. Okay, also du hast schon einige Dinge in der Hand, gell? Die Hände sind recht voll, oder? Hat nicht mehr viel Platz. Doch. Was geben wir noch dazu? Gib's ihm mal Fußball in die Hand für den Burschen. Haribo, Pistole ist auch wichtig für den Burschen, ja. Den Fußball noch in die Hand. Okay, dann zeigst du mal her, was du jetzt alles schon in der Hand hast, ja? Also jetzt die Hände sind voll. Also ihr seht, und das sind so Dinge, mit denen sich viele von euch viel beschäftigen, aus Neigung dazu. Ja, das sind alles Spielsachen, keine Schulsachen. Aber jetzt, wenn der Clemens jetzt jemanden umarmen möchte, ja, wenn er jemanden trifft und Hallo sagt und so, was soll denn der jetzt machen, wenn er die Hände so voll hat mit den ganzen Dingern da, mit denen er beschäftigt ist? Hat wer eine Idee, was er da machen soll, dass jemand umarmen kann? Auf den Boden legen. Aha. Andere Vorschläge? Also der Clemens, leg einmal die Sachen auf den Boden. Und jetzt hat er die Hände frei. Und was hat das mit Fasten zu tun? Fasten mit Spielsachen. Mit oder ohne Spielsachen das Fasten? Ja, zum Beispiel. Aber das sind alles symbolische Dinge, die für unsere Beschäftigungen stehen, ja. Und die brauchen ja viel Zeit. Also irgendwer schwimmt da bei euch. Wer ist im Schwimmen? Die Sophie. Wie viel musst du trainieren in der Woche?
vor einem Wettkampf zum Beispiel? Fünfmal in der Woche trainierst du. Wer ist ein Fußballspieler? Wie oft trainieren die Fußballspieler vor einem Match? Dreimal in der Woche. Du spielst Instrumente immer. Wie oft musst du üben? Eigentlich jeden Tag. Also ihr seid sehr, sehr beschäftigt. Und wenn man mit etwas beschäftigt ist und wenn man mit vielen Dingen beschäftigt ist, dann hat man für andere Sachen nicht Zeit und oft fehlt dann die Zeit für diese Begegnungen. Und Fasten, glaube ich, ist eben diese Zeit, wo man sich überlegen will, soll, mit was bin ich beschäftigt, wo sind meine Hände voll? Und wenn meine Hände voll sind, wenn ich total beschäftigt bin, habe ich keinen Platz mehr für diese Begegnungen. Dass die Hände frei werden für Begegnungen, für Gemeinschaft miteinander, unter den Menschen, mit der Familie. Aber eben, wir sollen auch Gemeinschaft mit Jesus haben, besonders in der Fastenzeit. Ja? Und das ganz gut zu überlegen, habe ich überhaupt freie Hände für diese Begegnung mit meinen Mitmenschen und mit der Begegnung mit Jesus. Und diese Fastenzeit soll so eine Einübung sein. So wie ihr gesagt habt, für den Schwimmwettkampf, da immer fünfmal in der Woche, musizieren muss ich jeden Tag, da muss ich Zeit aufbringen. Und die Fastenzeit ist so diese Einladung, eben sich auch einzuüben auf diese Begegnung mit Jesus und auch einüben auf die Begegnung mit Menschen. Aber so auch mit Jesus, also mit Mama, Papa und Geschwister und Freunden, ist ja ganz klar, dass wir da Beziehung haben sollen. Aber was ist denn bei Jesus so, dass wir mit dem auch Beziehung haben sollen? Hat dabei eine Idee. Wieso tun wir in der Fastenzeit uns ein bisschen darauf achten, dass wir mit Jesus in Beziehung sind? Hat dabei eine Idee? Weil wir sonst eh immer so viel zu tun haben. Okay, ja, also Jesus als Ausgleich, als Erholung von dem vielen Tun, ja, das ist auch recht. Jesus, so die Oase der Erholung, wo man einfach zur Ruhe kommt und bei jemandem ist, der einen lieb hat, okay. Noch jemand? Als Vorbereitung auf Ostern. Auf Ostern? Was passiert so zu Ostern da? Der Jesus stirbt und wir feiern das. Und die Auferstehung dann. Wichtig, ja, also neben dem Sterben von Jesus ist natürlich die Auferstehung ganz, ganz wichtig. Sehr gute Antwort. Also Fastenzeit, Einübung auf diese Beziehung, auf diese Begegnung auf Ostern. Und wieso ist Jesus so wichtig? Das haben wir heute, haben wir im Evangelium was gehört. Das sind so einige Personen kommen da jetzt vor. Wer ist denn da alles auf dem Berg mit Jesus? Wer weiß das? Hat sich jemand gemerkt, mit wem Jesus auf den Berg geht und wen er da oben trifft? Welche Apostel sind da mit dabei, Clemens? Der Petrus. Petrus, natürlich. Wer ist noch dabei? Wer ist da noch wichtig bei der Apostel? Okay, schwierig. Gell? Also der Jakobus war noch dabei und der Johannes. Und dann haben sie, sind zwei dazugekommen da oben, ganz wunderbarerweise. Zwei Propheten. Der Mose und der Elia. Diese zwei Personen, die stehen für das Alte Testament, für die Geschichte von Israel, für die Gesetze, woran man sie halten soll, der Mose, der Elia, der das Volk erinnert, dass Gott ganz wichtig ist und dass wir auf Gott hören sollen. Und die treffen sich da oben mit Jesus. Und Jesus, was passiert denn mit Jesus? Bleibt es so, wie er ist, oder verwandelt sich Jesus? Weiß das jemand? Was passiert am Berg? Was passiert am Berg? Er betet. Er betet? Was passiert beim Beten? Er betet zu Gott. Ja, Jesus betet zu Gott und dann wird er verwandelt und wird strahlend weiß, das Gesicht leuchtet wie die Sonne. Ja? Und das nennt sich diese Verklärung Jesu am Berg. Und das will uns zeigen, dass Jesus mehr ist als ein Mensch. Und dann kommt noch die Stimme aus der Wolke und da spricht Gott, das ist mein geliebter Sohn. Und das ist für uns so ein ganz wichtiger Punkt im Evangelium,
dass wir hören und sehen, Jesus ist ganz wichtig und mit Jesus sollen wir in Beziehung sein. Und das schreibt uns der Apostel Paulus dann eben auch, dieses in der Gemeinschaft stehen mit Jesus ist das ganz Wichtige für uns alle, für uns Christen. Und ihr Kinder seid eben auch eingeladen, in dieser Gemeinschaft mit Jesus zu stehen, weil der ihm ganz wichtig ist, weil der uns errettet und erlöst hat, der für uns da sein will und uns immer seine Liebe schenkt. Und da dürfen wir uns in der Fastenzeit einüben und gewisse Dinge immer wieder mal zur Seite legen, um einfach in Beziehung zu kommen mit Jesus, Zeit für Jesus zu haben. Dankeschön. Jetzt haben wir da noch irgendwo Gummibärchen, die werden dann im Klostertreff verteilt, die Leonie verteilt, die dann im Klostertreff nach der Messe, gell? Okay, ihr könnt auf euren Platz zurückgehen.